Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Was musst du bei der Zeitenfolge in der indirekten Rede im Französischen beachten? Das ist gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick erscheint. Allons-y, los geht's. Amélie erzählt Marine von ihrer Tour nach Paris. Je suis allée à Paris. Marine berichtet später ihrer Freundin Emma davon. Amélie dit qu'elle est allée à Paris. Die gute Nachricht vorab: steht das redeeinleitende Verb im Hauptsatz, im Präsent, also im Präsens, gibt es keine Zeitverschiebung von der direkten zur indirekten Rede. Direkte Rede passé composé, indirekte Rede ebenso passé composé. Je te montrerai mes photos. Ich werde dir meine Fotos zeigen. Elle dit qu'elle me montrera ses photos. Sie sagt, dass sie mir ihre Fotos zeigen wird. Direkte Rede futur simple, indirekte Rede auch futur simple. Lediglich Pronomen und Verbformen müssen angepasst werden, damit die indirekte Rede Sinn macht. Aber das kennst du bereits. Soweit bisher alles gut. Steht der einleitende Hauptsatz aber in der Vergangenheit, kann es zu einer Zeitverschiebung kommen. Ich sage bewusst kann, du erfährst gleich warum. Amélie sagt, j'aime Paris. Emma berichtet davon in der Vergangenheit. Elle a dit qu'elle aimait Paris. Der einleitende Satz steht ab sofort in allen Beispielen in der Vergangenheit. Elle a dit, das ist passé composé. Sie hat gesagt, das. Siehst du, was jetzt passiert ist? Die direkte Rede steht im Präsent, die indirekte Rede erfordert jetzt ein Imparfait. Wir haben es mit einer Zeitverschiebung zu tun. Vom Präsent zum Imparfait. J'ai visité le Louvre. Elle a dit qu'elle avait visité le Louvre. Die direkte Rede steht im passé composé. Die indirekte Rede im Plusqueparfait, dem Plusquamperfekt. Sie hat gesagt, dass sie den Louvre besucht hatte, also eine Zeitverschiebung. Je te montrerai mes photos. Elle a dit qu'elle me montrerait ses photos. Die direkte Rede steht im futur simple, die indirekte Rede im Konditionell. Jetzt habe ich aber noch eine weitere gute Nachricht für dich. Es gibt nur diese drei Zeitverschiebungen. Denn pass auf, was jetzt los ist. Steht die direkte Rede in einer Zeit mit den Endungen AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT, brauchst du keine Zeitverschiebung zur indirekten Rede. Die Endungen kommen dir bekannt vor? Ganz genau, das sind die Endungen vom Imparfait, vom Plusqueparfait und vom Konditionell. Je prenais toujours le métro. Elle a dit qu'elle prenait toujours le métro. Direkte Rede imparfait, indirekte Rede imparfait. Also keine Zeitverschiebung, obwohl das redeeinleitende Verb in der Vergangenheit steht. Ebenso ist das so beim Plusqueparfait. J'avais passé trois jours à Paris. Elle a dit qu'elle avait passé trois jours à Paris. Beim Konditionell wagen wir uns mal an eine Frage. Das funktioniert genauso. Est-ce que tu irais aussi à Paris? Elle m'a demandé si j'irais aussi à Paris. Sie hat mich gefragt, ob ich auch nach Paris fahren würde. Konditionell jeweils in der direkten und indirekten Frage, also keine Zeitverschiebung. Es gibt allerdings noch eine Besonderheit bei der indirekten Rede der Vergangenheit zu beachten. Neben Pronomen und der Verbform musst du einige Zeit- und Ortsangaben ändern. Je suis rentré hier. Ich bin gestern zurückgekehrt. Wenn du nun in der Vergangenheit davon berichtest, darfst du nicht hier gestern benutzen, sondern du brauchst den Ausdruck la veille, am Vortag. Elle a dit qu'elle était rentrée la veille. Warum ist das so? Ganz einfach. Wenn heute, nehmen wir an, Dienstag ist und du berichtest in der Vergangenheit, muss das gestern nicht zwangsläufig der Montag sein, sondern das kann ja auch schon letzte Woche gewesen sein. Also darfst du nicht sagen gestern, sondern am Vortag, la veille. Je te verrai demain. Ich werde dich morgen sehen. Elle a dit qu'elle me verrait le lendemain. Aus demain morgen wird le lendemain am folgenden Tag. Aujourd'hui, heute, wird zu ce jour-là, an jenem Tag. Der Grund ist derselbe, den ich dir eben erklärt habe. Du kannst das Gesagte nicht exakt zeitlich einordnen, wenn du ein redeeinleitendes Verb der Vergangenheit benutzt.
Auch eine Ortsangabe musst du ändern. Aus ici, hier, wird là-bas, dort. Je veux rester ici. Elle a dit qu'elle voulait rester là-bas. Sie hat gesagt, dass sie dort bleiben wollte. Das ici, hier, drückt in der direkten Rede eine Ortsangabe aus, auf die sich der Sprecher bezieht. Berichtet man nun in der indirekten Rede der Vergangenheit davon, wäre ein ici hier falsch. Man bezieht sich auf den vom Sprecher gemeinten Ort, also là-bas. Dort. Du brauchst dir also nur Folgendes zu merken. Nur bei einem redeeinleitenden Verb in der Vergangenheit gibt es diese Zeitverschiebungen von der direkten zur indirekten Rede. Aus présent wird ein parfait, aus passé composé wird plus que parfait, aus futur simple wird conditionnel. Das ist schon alles. Diese Zeit- und Ortsangaben ändern sich. Aujourd'hui, heute, wird zu ce jour-là, an jenem Tag. Hier, gestern, wird zu la veille. Demain, morgen, wird zu le lendemain, am folgenden Tag. Und ici, hier, wird zu là-bas, dort. Voilà, das war's schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über euren Like. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.